Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe FIFA 18 Karriere. Wir spielen hier jetzt auswärts gegen Wimbledon, wo wir auch Wiedergutmachung gegenüber den Fans leisten müssen nach den katastrophalen Spielen in der letzten Zeit. Auch das Ausscheiden gegen West Ham United war bitter, sage ich mal. Wir lassen hier mal Murg aufspielen. Berisha statt Murg. Chériot wird statt Hoang Boen spielen. Delaney wird von Anfang an starten. Ach ja, und ich wollte ja auch Longa mal eine Pause gönnen. Die wird er bekommen. Angelino wird auflaufen statt seiner einer. So, kleine Veränderungen wieder, ein bisschen die Mannschaft rotieren lassen, vielleicht auch dadurch die Motivation steigern der Spieler. Das musste sein. Das musste jetzt sein. Der wäre weg gewesen. Ja, gute Nachricht auch aus dem Verletzungslager. Lovrencic ist nicht verletzt. Wurde ja angedeutet im letzten Spiel gegen West Ham United. Aber das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Schau, Chériot auf Bakali, der auf der Nähe. Oh, der kommt nicht dran. So, Ginelli auf Berisha, der heute Murg vertritt. Will ist natürlich gesperrt. Ein Spiel. So, Ginelli
Berisha. Ja, Cinelip ist jetzt der aktivere der beiden Flügel, der erfolgreichere, sage ich mal, vom Spiel her. Deswegen sitzt auch McGuire Drew derzeit nur auf der Bank. Ja, den richtigen Zweierstürmer hat man bis jetzt noch nicht gefunden. Oh, schön, Cinelli durch. Oh, Berisha verstolpert sich. Rente. Oh, viel Pass. Der ist durch. Oh mein Gott. Glück gehabt. Ja, Lincoln City drückt, die wollen das Tor, die wollen den Sieg. Die wollen die Wiedergutmachung. Oh, aber jetzt ist es soweit. Endlich der Führungstreffer Berisha, nein, nicht Berisha, Llorente. Llorente müsste das sein. Nein, doch, den Ginley, das Gesicht kenne ich noch nicht so, hat hier jetzt das Tor geschossen. 1:0. Berisha, 2:0. Ja, die linke Seite macht Sorgen. Bakali, von dem hat man auch nicht viel gesehen. Burnley. Seht ihr jetzt auch die gelbe Karte? So, Halbzeitstand 2:0.
Bacali, Bacali, Bacali. Nicht viel zu sehen gewesen von ihm. Ja, Berisha. Obraniak. Nein, das mache ich nicht. Auch wenn du dich vielleicht aufregst. Obraniak. Ja, die linke Achse, da sieht man derzeit wenig. Da möchte man sich auch noch verstärken. Auch wenn der Vorstand sagt, nein, wir haben kein Geld. So, Kennedy. Fault hier. Sieht ihr Geld? Legt Reginelli. Oh mein Gott. Ja, shit, das war's. Substitution for Wimbledon. Coming off the pitch, number 18, Dean Parrett. Coming onto the pitch, number 7, George. Thomas Farr. Damit macht er sich jetzt nicht gerade beliebt. Beim Trainer, bei den Fans. Ginelli, 3:0. Schön verdeckt geschossen. Nächste Karte. Oh. So, Haverkamp wird hier gelb sein.
So, abgepfiffen. Abseits. Ja, abseits. Na gut, Obrane kriegt auch seine Einsatzzeit ein bisschen. Kein schönes Spiel hier von Lincoln City. Der will schon wieder gelb sehen. So, Abseits. So, Leimer. Kann er sich hier durchsetzen? Marke, bitte. Ja, die Luft ist ein bisschen raus bei Lincoln City, das merkt man. Nix. Boah, 4-0. McGuire Drew. Schön gemacht. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. So, es ist aus, glanzloses Spiel, aber doch 4-0 gewonnen. Man tat sich schwer. Hier sehen wir schön gemacht das erste Tor, wollte ich sagen, die erste Chance hier. Das war eine knappe Kiste hier für die Gastgeber. Aber das 1-0 lässt noch auf sich warten. Hier sehen wir Chiriou.
Giroud, toll gemacht. Aber hier sehen wir das 1:0 vom Leihstürmer von Manchester United, der hier aber nicht so richtig ankommen möchte. Hier 2:0 Berisha. Ginelli wird hier von Kennedy gefoult, gelbe Karte. Das bleibt aber nicht die einzige Karte im Spiel. Auch eine andere Farbe wird gezückt. Aber hier zuerst einmal Ginelli. Foul von Berisha und hier Maguire Drew. 4:0. Ja, die rote Karte wurde nicht gezeigt vom Dernley. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, den Typen. Aber egal. Abgehakt, gegessen, Sieg ist eingefahren. Ich bin ein Fangamer. Das ist FIFA 18 Karriere. Ciao und Baba.